Ich habe aber in der Stadt inzwischen auch ein Dienstfahrrad. Okay. Das heißt, wenn ich vom Rathaus mal irgendwo hin muss, dann kann ich da auch eben schnell aufs Rad springen. Wenn ich damals auch beim NDR andere Möglichkeiten gehabt hätte, weiß ich gar nicht, ob ich hier gelandet wäre. Ich habe auf Pferden gesessen, aber ich kann nicht reiten. Also manchmal ist es für mich selbst schwer, Dinge zu verstehen, die die Fachleute machen. Also ich glaube auch nicht, dass das alles richtig läuft. Meine Schlafstunden kriege ich schon. Also es ist nicht die Knochenmühle, die du vielleicht hast, wenn du Bundesminister bist oder Bundeskanzler. Da muss man schon auch nochmal abschichten. Ja. Das sind immer Kompromisse. Von morgens bis abends. Ja. Ich hätte mich auch gefreut, irgendwie Auslandskorrespondent für den NDR zu sein. Da galten die Oldenburgerinnen und Oldenburger immer mit zu den glücklichsten Bürgern in Deutschland. Es ist natürlich nicht so, dass der Bürgermeister sagt, wir stellen da jetzt ein Schild aus, sondern das wird natürlich hinsichtlich aller Auswirkungen vorher durchgekaut, bevor man das entscheidet. Herzlich willkommen zu VipVelo, der klimaneutralsten Talkshow der Welt. Heute zu Gast Oberbürgermeister von Oldenburg und Hohlexperte Jürgen Kruppmann. Und hier ist der persönliche Sympathie-Coach von Klaas Häufer Umlauf, Patrick Esse. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen weiteren Folge VipVelo, die klimaneutralste Talkshow der Welt. Wir sind zurück und wir sind auch mal gleich ganz woanders als in Berlin wie sonst oder auch mal woanders. Wir sind nämlich heute in Oldenburg unterwegs. Neben mir sitzt der Jürgen Krogmann. Jürgen, ich grüße dich. Hi. Ja, moin. Hallo. Moin. Du bist Oberbürgermeister von Oldenburg. Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Mir erstmal eine große Ehre. Es ist recht witzig, warum ich eigentlich in Oldenburg bin. Also es ist mein erstes Mal in Oldenburg. Ja. Und ich bin eigentlich nur hier, weil nämlich dieses kleine Fahrradl komplett überholt wurde. Und zwar in deiner Stadt in Oldenburg. Und zwar von Michael Olsen. Der fährt hinter uns hier, wenn ihr ihn sehen könnt. Ja. Michael, wink mal kurz. Dieser Mann hat dieses kleine Baby, wir haben sie Diva getauft jetzt, hat dieses kleine Baby wieder zurechtgeflickt. Es war nämlich vorher wirklich, sag ich mal, sehr, abenteuerlich zusammengebaut. Ja. Und jetzt fährt sie wie Butter. Merkst du, oder? Ist das, ja, ist als wunderbar. Als ob man so schön... Ein bisschen ungewohnt, weil ich nicht lenken darf. Und, du lenkst in der Politik schon genug. Genau. Da bist du am Hebel und am Lenker. Und das ist die Geschichte, warum wir jetzt hier mit dem VipVelo heute in Oldenburg sind. Und ich habe mir gedacht... Ich habe gelesen, ihr seid Fahrradstadt. Michael hat mir viel erzählt. Darüber würde ich gerne mit dir reden, weil ich komme aus Berlin. Berlin schimpft sich bis jetzt noch nicht Fahrradstadt. Wird es wahrscheinlich auch die nächsten Jahre erstmal nur nicht können. Und vielleicht kann ich mir bei dir ein paar Tipps abholen, die ich mal so weitergeben kann an die Franziska oder ähnliches. Ja. Schöne Grüße. Ja, sehr gerne. Franziska, schöne Grüße. Auch schon mal knapp 2-3 Stunden durch die Gegend geradelt. Ja, war mal unsere Oldenburger Grünkohlkönigin. Oder ist es eigentlich sogar noch, es musste ja jetzt mehrfach ausfallen wegen Corona. Sie ist immer noch Oldenburger Grünkohlkönigin. Ja, genau. Franziska Giffey aus Berlin. Genau. Glückwunsch. Jürgen, kommen wir mal ein bisschen erstmal zu dir. Du bist Vollblutmusiker, sag ich schon. Vollblutpolitiker. Vollblutmusiker wäre ich gerne, ja. Spielst du ein Instrument? Ich ein bisschen, ne. Was spielst du? Gitarre. Gitarre? Und was eher so Rock oder? Nö, alles so ein bisschen Liedermacher oder so ein bisschen auch instrumental, aber nichts für andere, sondern nur für mich selbst. Echt, ja? Ja, ja. Okay, hat sie dafür gereicht oder eher keine Lust? Ich glaube, da bin ich einfach nicht früh genug mit angefangen und ich glaube, du musst auch ein bisschen, neben der Lust, musst du auch ein bisschen dann die Bereitschaft mitbringen zu üben, wenn du richtig was werden willst. Und so sieht's aus. Das hat vielleicht nicht ganz bei mir gereicht. Und du hast dir gesagt, ich schlage den politischen Weg ein. Du bist, ich habe ein bisschen recherchiert, du bist 1987 in die SPD eingetreten. Ja. Die Frage stelle ich jedem Politikerin, die bei mir auf dem Fahrrad sitzt, warum? Also ich war politisch immer schon in dem Spektrum, eigentlich seit ich denken kann. Bei mir hat das immer viel mit Bildungsaufstieg zu tun. Also ich hätte das, was ich gemacht habe, Schule, Studium und so, nicht machen können ohne Unterstützung, ohne BAföG und so weiter. Das war mir sehr wichtig und damals gab es ja noch richtige Lager in Deutschland. Heute ist das ja eigentlich allgemein gut, dass alle das können sollen. Aber das war mir damals sehr wichtig und ich wollte mich engagieren und die Grünen waren mir, stand ich auch nicht völlig fremd, aber das war mir immer so ein bisschen zu chaotisch und zu unorganisiert. Also und wir reden noch von den richtigen. Ich muss dazu sagen, ich habe auch einen Großvater gehabt, der
auch schon in der SPD aktiv war. Okay. Das habe ich in meiner Kindheit gar nicht so wahrgenommen, später, aber es hat auch ein bisschen eine Rolle gespielt. Ne? Ja, aber war das denn dann also schon, aber irgendwo auch prägend, oder? Wenn, sag ich mal, ja. Großeltern, dein Großvater in der SPD dann war? Das war sicherlich auch ein Stück weit prägend, aber eben auch, wir hatten damals, ich komme aus einer sehr konservativen Ecke, ich komme aus dem Süden von Oldenburg. Ja, aus Steinfeld, ne? Genau, und eine sehr katholische Ecke. Gleich eine Frage, kannst du reiten? Nee. Weil ich habe auf Pferden gesessen, aber ich kann nicht reiten. Ich habe nämlich gelesen, ja, dass das eine Pferderegion tatsächlich ja ist, ne? Ich war auch in meiner Jugend, waren wir öfter bei dem Springreiter Paul Schockemüller auf dem Hof. Ach echt, so ja? Der mit der Transportfirma jetzt. Genau. Ja. Und Alvin Schockemühle, der Bruder auf der anderen Straßenseite. Aber jetzt selber habe ich da keine großen Erfahrungen. Okay, also hat dich auch nie so wirklich gereizt. Ich glaube, das ist auch ein bisschen eine Frage, also um reiten zu lernen damals auch im Land, das war ja ein absoluter, das war ja bestimmten Kreisen vorbehalten. Also auch schon da war ich, glaube ich, weit weg. Heute ist das vielleicht ein bisschen einfacher. Ne? Okay, hast Geschwister, die geritten sind? Nee. Auch nicht. Einzelkind? Nee, ich habe zwei Geschwister, die ja nicht in Oldenburg wohnen, sondern anderen Städten der Republik, aber nee, das gab es damals gar nicht so viel. Also heute ist das wirklich eine Pferdegegend, aber als ich Kind war, war Südoldenburg noch eher geprägt von Landwirtschaft, ja, von Schwein und Rind und Huhn, ja, und noch nicht so sehr von Pferden. Okay, so, ich habe dich unterbrochen. Die Politik, also geprägt durch Großeltern, also durch den Großvater. Geprägt will ich nicht sagen, aber das, okay, das hat irgendwie auch eine Rolle gespielt bei der Entscheidung dann letztlich, wenn man sich politisch engagiert, wo man es dann macht. Ja, ja. Also du hast es dann auch schon mal, ich frage das immer bei letztendlich Menschen auch so meiner Generation oder so jünger wie Benny hier hinter uns. Es ist ja wieder ein Drang da, sich politisch zu engagieren. Ich glaube schon so viel wie seit vielen Jahren nicht mehr. Ja. Und ich glaube, gerade ihr als Berufspolitiker begrüßt das wahrscheinlich sehr, dass Leute wieder aktiv, ne? Und das ist halt so, was könntest du jungen Menschen auf den Weg geben, die sich jetzt auch für Politik interessieren, wie sie rangehen? Also jetzt komplett unparteiisch letztendlich, wie du auch rangegangen bist. Weil ich glaube, das ist immer ganz spannend, weil sich kaum jemand wirklich vorstellen kann, wie der Weg manchmal eines Berufspolitikers aussehen kann. Also nicht jeder, der sich politisch engagiert, muss Berufspolitiker werden. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man sich eben nicht nur auf ein Thema konzentriert, ja, sondern dass man, weil dann ist man eigentlich nur Interessenvertreter, ja, sondern dass man auch nach Lösungen sucht und sich für Lösungen einsetzt, die alle Interessen zu versuchen irgendwie auszugleichen. Ne? Ja. Klassisch das Beispiel jetzt Klimaschutz. Im Moment ist ja so gefühlt gerade bei den Jüngeren das Thema alles fürs Klima, das kann man auch verstehen, weil die natürlich am ehesten bedroht sind von den Auswirkungen, die wir in einigen Jahrzehnten haben. Aber es ist natürlich genauso wichtig, dass wir weiterhin gute Bildungspolitik haben. Und alle Dinge müssen auch von allen Menschen bezahlbar sein. Also sprich, natürlich kannst du super energetisch bauen, aber du musst die Wohnung auch bezahlen können. Das ist, glaube ich, auch in Berlin ein großes Thema. Ne? Ja. Du, ich habe immer das Gefühl, ich falle um. Aber nee, brauchst keine Angst haben. Das ist so ein, das ist Tatsache wirklich, die Straße, wenn sie so ein bisschen abfällig können. Ja. Wir fahren mal ein bisschen mehr in die Mitte und gucken mal. Das ist übrigens eine Straße, die möchte ich gerne zur Fahrradstraße machen. Die möchtest du zur Fahrradstraße machen? Ja, weil die sich ideal dafür eignet. Okay, so. Und woran liegt es, dass sie noch keine Fahrradstraße ist? Also wir sind gerade dabei, verschiedene Straßen zu untersuchen. Ja. Und das ist natürlich nicht so, dass der Bürgermeister sagt, wir stellen da jetzt ein Schild auf, sondern das wird natürlich hinsichtlich aller Auswirkungen vorher durchgekaut, bevor man das entscheidet. Ja. Aber dies ist eine der Straßen, die wir gerade untersuchen. Das ist ja auch so manchmal, was auch ich als Otto-Normal-Bürger manchmal echt schwer verstehen kann, wie lange solche Prozesse manchmal dauern. Dieses Planfeststellungsverfahren, das ist halt, warum? Also mal so ganz kurz, vielleicht erklärt für uns Doofen, warum dauert das manchmal so lange? Was muss denn da alles? Ja, das ist eine längere Geschichte. Bis vorher müssen wir eben einmal einbiegen hier. Wir fahren nach links. Also zum einen ist es natürlich so, dass wenn irgendwas passiert, also zum Beispiel ein Baugebiet oder ein Gewerbegebiet oder eine Straße geplant wird, dann sind natürlich viele Rechte anderer betroffen. Mhm. Und wir haben ja einen Rechtsstaat und in dem Rechtsstaat gibt es eben Verfahren, wie dafür gesorgt wird, dass jeder zu seinem Recht kommt. Also jeder die Chance hat, zum Beispiel gehört zu werden. Ja. Das dauert sehr lange. So, wenn du jetzt zum Beispiel Bauprojekte nimmst, da hast du das Problem, dass
du ja auch zum Beispiel Umweltverträglichkeitsprüfungen machen musst, dass du vorher gucken musst, welche Tiere wohnen irgendwo. Mhm. Dann musst du kartieren, dann musst du das Jahr abwarten, wie die Vegetationszone. Und das kann, und dann hast du vielleicht noch mal einen Prozess und dann sind es noch mal 3 Monate, dann kommt die nächste Vegetationsperiode. So verschiebt sich das ein ums andere Mal und die Leute sagen, also wenn das dann umgesetzt wird, haben sie eigentlich schon vergessen, wo sie losgelaufen sind. Hand aufs Herz, ist das manchmal auch für dich ein bisschen anstrengend? Ja, das ist sehr anstrengend. Mann, Leute, eigentlich könnten wir das doch wirklich schneller. Ja, ich finde auch, da muss auch, also ich glaube auch nicht, dass das alles richtig läuft. Ja. Zum Beispiel Vergaberecht. Ne? Also ja. Jetzt im Moment regen sich viele Menschen auf, dass die Bundeswehr kein Material hat. Aber es ist eben unheimlich aufwendig, heute Material als Staat zu kaufen. Ne? Weil du dieses ganze Beihilferecht bedenken musst. Für Vergaben musst du Rechtsanwaltsbüros, also für gewisse Aufträge, beschäftigen, die sich nur mit sowas auskennen, damit du keinen Fehler machst. Ne? Ja. So, hier fahren wir geradeaus durch. Es ist ein Riesenapparat, ja. Ne, der da dahinter steht. Janno? Ja. Wir fahren gleich da vorne einmal rechts zum Flötenteich rein. Das ist ein bisschen schöner, oder wollen wir an der Straße bleiben? Also die Straße ist ja ganz schön zu fahren. Das ach so, wenn das Prä ist, das wichtiger ist als das Bild, dann füge ich mich. Entscheidet ihr das? Solange ich nicht umkippe, ist alles gut. Hier fahren wir rechts. Da fahren wir mal rechts, genau, alles hier. Klar. Man kann auch Urlaub machen in Oldenburg. Es gibt einen Campingplatz. Selbstverständlich. Na, du machst ja schon eine sehr gute Überleitung. Oldenburg. Was, wenn du Oldenburg mit einem Satz beschreiben solltest, wie würdest du Oldenburg mit einem Satz beschreiben? Grün und ganz schön groß. Okay. Das ist so ein kurzer Satz. Man könnte weitere Wortpaare finden, aber ich glaube, das Besondere an Oldenburg ist, oh, Vorsicht. Ja, warte. Das Besondere an Oldenburg ist, dass du eine sehr, sehr hohe Lebensqualität kombiniert hast mit der Möglichkeit, auch hier wirtschaftlich und auch wissenschaftlich viel zu machen. Also wir sind eine sehr erfolgreiche Stadt auch. Ja. Und das ist natürlich ein sehr hoher Wert für die Menschen, die hier wohnen. Wir haben auch immer so in Umfragen, heute wird das nicht mehr so oft gemacht, früher gab es das häufiger, da galten die Oldenburgerinnen und Oldenburger immer mit zu den glücklichsten Bürgern in Deutschland. Ne? Okay. Also es gibt auch noch andere Städte, Freiburg und so weiter, die auch eine hohe Lebensqualität haben. Ja. Also ich bin heute in Oldenburg angekommen mit dem Zug und habe wirklich festgestellt, dass Oldenburg wirklich also so richtig schnucklig ein Land ist. Ich sage das wirklich, weil es für mich dann so ist. Ne? Und auch heute schon ein bisschen von der Stadt gesehen. Echt schönes, schnuckliges Städtchen und unheimlich viel Fahrräder. Ja. Ne? Also ich habe es ja schon im Vorfeld gehört, dass Oldenburg halt wie gesagt Fahrradstadt ist. Und das ist ja schon Wahnsinn. Ich komme aus Berlin. Wir haben auch gefühlt Millionen von Fahrradfahrern mittlerweile. Wie gestaltet sich das in Oldenburg? Also wie kommt das? Also es ist kein Hype bei uns, wie vielleicht anderswo, sondern das ist hier immer so gewesen. Das hat natürlich auch viel damit zu tun, dass die Stadt auf relativ flachem Terrain hier in Norddeutschland, in der norddeutschen Tiefebene ist. Ja. Außer dieser kleine Hügel, den wir jetzt mal hoch müssen. Das schaffen wir. Ja. Aber das Rad gehörte hier immer schon, das Fahrrad immer schon zur Alltagskultur. Ja. Selber schätze ich mal auch, dass du Fahrrad. Ich habe zwei Fahrräder. Zwei Fahrräder, super. Das ist so der Durchschnitt, würde ich mal sagen, der meisten Echt, ja? Der Trend geht zum Zweitfahrrad in Oldenburg. Ja. Sehr cool. Was fährst du so? Also, ich habe ein etwas sportlicheres Tourenrad. Ja. Und ein so ein klassisches so ein Hollandrad. Ne? Also so ein bisschen gemütlicher, bisschen schwerer. Ne? Und so als Prominenz der Stadt. Fährt man da oft Fahrrad oder ist man dann doch eher mehr ein bisschen auch von der Zeit her mit Auto viel unterwegs? Kann mir ja auch vorstellen, dass man Termin auch mit dem Fahrrad ein bisschen doof ist, man ist verschwitzt. Ja. Ne? Früher bin ich jeden Tag zur Arbeit gefahren. Ja. Ich habe ja früher auch lange Jahre als Pressesprecher der Stadt gearbeitet. Ja. Das war ja mehr dann auch ein Bürojob. Und da bin ich morgens wirklich mit dem Fahrrad dann von Etzhorn los und in die Stadt gefahren. Ja. Das klappt jetzt nicht mehr so häufig. Okay. Vielleicht einmal die Woche, dass ich das hinkriege. Ich habe aber in der Stadt inzwischen auch ein Dienstfahrrad. Okay. Das heißt, wenn ich vom Rathaus mal irgendwo hin muss, dann kann ich da auch eben schnell aufs Rad springen. Also in Oldenburg gibt es tatsächlich Diensträder. Weil zum Beispiel in Berlin haben sie es nicht durchgekriegt. Doch, das haben wir auch. In Berlin gibt es mittlerweile Diensträder. Also es gab Zeiten, da haben damals die Piraten, länger her, haben versucht,
Dienstfahrräder statt Dienstautos zu bekommen, haben sie nicht genehmigt bekommen, aus Sicherheitsgründen auch mitunter. Ja, also ich kann jetzt, ich will das nicht bewerten, weil ich kann das nicht einschätzen, wie die Straßensituation ist. Ja. Aber wir haben das schon länger, zum Beispiel unsere städtischen Verkehrskontrolleure und Kontrolleurinnen, sind ja auch viele Frauen, die fahren mit dem Pedelec, also mit dem Elektrofahrrad. Ja. Wir haben auch ein paar Roller, wir haben also auch Elektroroller. Ja. Die sind also auch klimaneutral unterwegs, ne? Ja. Also, wenn du jetzt, sag ich mal, einen Wunsch in Oldenburg frei hättest für Fahrradfahrer. Wir sitzen ja gerade auf dem Fahrrad, wir haben so das Erlebnis pur. Wenn du einen Wunsch frei hättest, der sofort erledigt werden könnte für Fahrradfahrer in Oldenburg, was sollte da passieren? Ein Wunsch. Das ist so einfach mal so unproblematisch. Einfach so, was so schön wäre, wenn man so eine Fahrradmagistrale von Nord nach Süd hätte. Okay. So, wir haben halt viele so gewachsene Strukturen. Ja. Und oft auch die Situation, dass Fahrrad und Fußweg nicht optimal getrennt sind. Und was bei uns eine große Diskussion ist, sind die Belege. Ne? Also, ja. Wir sind nahe zur holländischen Grenze. Alle Bürgerinnen und Bürger wissen, wie es da ist. Und da ist es natürlich an vielen Ecken echt, da wird noch ganz anders das Fahrrad in der Planung mitgedacht. Ja. Das würde ich mir schon wünschen, dass wir da noch ein bisschen anders rankommen. Das ist aber auch inzwischen schon fast so eine Art Glaubensstreit. Soll man die Fahrradwege pflastern? Dann kannst du nämlich, wenn da mal die Glasfaserkabel oder die Klemmen noch mal ran müssen, dann kannst du nur die Stelle aufnehmen, wieder zumachen. Oder zieht man da eine Teerdecke drüber, wo du aber dann, wenn du da mal dran musst später, dann ziemlich viel Reparaturschaden hast. Ne? Also es sind ja, sag ich mal, so Dinge, über die wir Normalbürger ja auch wieder nicht nachdenken. Ja. Ne? Ist das manchmal schwer? Hier rechts. Machen wir. Ist das manchmal schwer als Hier müssen wir auf die Straße, oder? Ist das ein Fahrradweg hier? Ja, das ist. Ja. Waren wir auf einer Straße. Wir rollen überall. Mal hinter dich. So. Gute Post lassen wir durch. Man kennt sich. Man kennt sich ja alle. Na klar. Nee, es ist ja, dass der normale Bürger ja manchmal gar nicht diese Problematik kennt. Und, du als Stadtoberhaupt, dann ist es manchmal schwer, auch Sachen zu kommunizieren. Also, dass man halt also manchmal ist es für mich selbst schwer, Dinge zu verstehen, die Fachleute machen. Ja. Manchmal ist es aber auch eine Herausforderung zu kommunizieren. Diese Straße ist nagelneu. Ja. Man fragt sich, warum das hier nicht so, wie ich es eben beschrieben habe, ist. Ja. Du siehst, hier vorne sind diese Bermen, diese Gräben. Ja. Das sind Gewässer erster Ordnung. Ja. Das heißt, die mussten auch so wiederhergestellt werden. Hätte man die verrohrt, wäre das für die Natur, für die Amphibien, für die Insekten nicht gut gewesen. Für den Hochwasserschutz auch nicht gut gewesen. Aber man hätte natürlich noch besser den Radweg trennen können. Ja. Das sind immer Kompromisse. Von morgens bis abends. Ja. Und das ist wahrscheinlich das Schwierige, was man dann wirklich kommunizieren muss. Ja. Ne? Dass du halt, ist es auch oft gehört, als Politiker immer unheimlich schwer, letztendlich es jedem recht zu machen. Aber dieser Drang da ist. Also dieses, eigentlich will ich ja jedem. Ich bin ja der Bürgermeister von allen. Ich möchte euch ja allen irgendwie was Gutes tun. Und dann tut man den einen was Gutes und dann wollen natürlich die anderen auch irgendwie was. Ne? Wie kommt man da mit der Zeit zurecht? Wie geht man damit um? Da wird man gelassener. Das ist so. Mal ein bisschen Demut brauchst du. Die Dinge sind eben so. Ne? Ja. Also ich finde, also ich denke, viele Menschen, die gehen immer so ran an Themen, dass sie denken, es muss jetzt irgendwie das Optimale gefunden werden. Das Allerbeste aus einer Perspektive muss gefunden werden. Ja. Das ist gar nicht richtig. Du musst eigentlich eine Lösung haben, die funktioniert. Und die bei allen zumindest Akzeptanz hat. Das heißt, auch bei denen, die es eigentlich gut finden, die aber sagen, okay, das war jetzt ein Verfahren, ich kann damit leben, wie es entschieden wurde. Ja. Das ist eigentlich das Ziel. Und ich sehe es eigentlich nicht so, dass man jetzt, also diese Diskussion habe ich viel mit den Leuten, die sich bei uns intensiv für Klima und für Radfahren und so weiter einsetzen, dass sie sehr einseitig eben gucken. Ja. Es gibt halt auch Menschen mit Beeinträchtigungen, die sich nicht mit dem Fahrrad fortbewegen können. Ne? Eine faire Gesamtbetrachtung zu haben, das ist eigentlich so der Job, den ich da habe. Richtig. Ne? Finde ich übrigens auch eine ursozialdemokratische Aufgabe, nämlich Teilhabe zu organisieren. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Sag mal, wie war das, dieser Moment, als der erste Tag
als Oldenburger Oberbürgermeister. Wie war das? Es muss doch ein bisschen surreal sein, oder? Nein, weil ich ja schon viele Jahre vorher im Umfeld der verschiedener Oberbürgermeister gearbeitet hatte. Und ich war ja auch 7 Jahre lang Abgeordneter im Landtag gewesen. Also da hatte man ja auch schon Fühlung zu vielen Entscheidungen, war auch Mitglied im Stadtrat gewesen. Ja. Das war jetzt nicht so was völlig Neues. Natürlich, irgendwann merkst du natürlich schon, was du bewegen kannst und was du auch nicht bewegen kannst, trotz der neuen Rolle. Ne? So, wir fahren jetzt hier. Du hast gemerkt, wir haben schon die Milieus hier ein bisschen gewechselt. Ja, wir fahren ja wirklich durch. Es ist schon ein bisschen innenstadtnäher hier, gute Lage. Ja. Ach, genau. Ist auch viel gebaut worden in den letzten Jahren. Ja. Mögen die Oldenburger nicht so gern, wenn gebaut wird, weil meistens größer gebaut wird, als es vorher war. Okay. Also vorher sieht es dann so aus, nachher sieht es so aus. Ja. Da sagst du als Berliner, oh toll, wenn ich mir einmal sowas leisten könnte. Und, ja. und die Oldenburger sagen, ach, diese Klötze, ne? Ja. Also da sind wir schon speziell. Da sind wir aber alle so. Das stimmt. Das ist in Berlin Tatsache. Wir haben in Berlin auch gerade diesen Bauboom, dass es nach oben geht. Ne? Ja. Also jetzt wird wirklich auf kleinem Platz hochgebaut. Ja. Ist die Frage, ne, wie letztendlich das Stadtbild dann irgendwann steht. Ja. Gibt es Hochhäuser in Oldenburg oder Umgebung? Hier nicht, aber wir sehen vielleicht noch welche. Echt? Da sind welche geplant? Ja, sind ein paar gebaut worden. Was wir Hochhäuser nennen. Ne? Was ist bei euch dann so ein Hochhaus? Also 8 Stockwerke. Okay, das war schon. Ja, okay. Ja, warum nicht? Ja. du hast ja wirklich eine spannende politische Karriere schon hinter dir. Das ist. War das immer dieser Drang, auch wirklich zu verändern, mitzubestimmen, weil das ist ja dann letztendlich, das ist ja auch ein Fulltime-Job, wie gesagt. Das ist Fulltime ist gut. Ne? Oder wie viel schläfst du in der? Ja, schlafen. Also meine Schlafstunden kriege ich schon. Also es ist nicht die Knochenmühle, die du vielleicht hast, wenn du Bundesminister bist oder Bundeskanzler. Da muss man schon auch nochmal abschichten. Ja. Hier fahren wir rein. Schön. Und kommen gleich an einer meiner ersten Wohnungen in Oldenburg vorbei. Habe ich als Student gewohnt. Okay. Das war meine WG oder? Ja, klar. Ah, oh, okay. Das war cool. Was hast du studiert? Ich habe Geschichte und Germanistik studiert. Okay. Erst auf Magister, aber abgeschlossen habe ich dann als Lehramt mit dem Staatsexamen. Ja. Aber ich war zu der Zeit schon Journalist, das erinnere ich. Genau. Ja, das war mein Zimmer hier mit dem großen Fenster. Das war dein Zimmer? Ja. Ja, sehr cool. Wie wohnt sich das so? Erdgeschoss? Also wir Städtler sind immer so erster, zweiter, dritter Stock oder so gewohnt. Erdgeschoss, wenn die Leute so am Fenster vielleicht... Komisch, weil du lebst natürlich dann, also jeder, der vorbei, aber damals kannte mich ja noch keiner. Heute könnte ich da nicht mehr wohnen, das geht nicht mehr. Das ist ein bisschen schwieriger. Ja, aber damals hatten wir auch ein bisschen Wohnungsnot bei den Studierenden. Du warst froh, wenn du was hattest. Ja. Und da hat sich gar nicht so viel geändert. Allerdings ist Oldenburg deutlich größer geworden. Ja. Damals hatten wir 145.000 Einwohner. Jetzt haben wir 174.000 Einwohner. Das ist schon... Ja. Kannst du dir jetzt erklären, warum Oldenburg gerade auch so wächst? Also woran es liegt? Ja, gibt verschiedene Gründe. Einmal durch die Universität. Ja. Einmal durch Migration. Ja. Also wir hatten, als ich angefangen bin, betrug der Ausländeranteil in Oldenburg 6,5%, was extrem niedrig ist für die Stadt unserer Größe. Wir sind inzwischen bei über 10. Okay. Und das hat natürlich mit der Flüchtlingswelle von 15, 16 zu tun, die wir aber gut bewältigt haben, also auch in einer guten Stimmung. Ne? Ja. Hier gibt es keine negativen Auswüchse, keinen nennenswerten Rechtsextremismus oder sowas. Das ist Gott sei Dank. Die AfD ist sehr ganz gering bei euch vertreten, muss ich auch. Hat einen Sitz hier im Rat, aber das ist eigentlich nicht redenswert. Hat auch halbiert bei der letzten Wahl. Ja. Und das liegt auch daran, Oldenburg ist nach dem Krieg 1945 in kürzester Zeit von 80.000 auf 120.000 Einwohnern angewachsen. Ja. Also um die Hälfte größer geworden. Ja. Das waren alles Flüchtlinge, Kriegsflüchtlinge. Okay. Aus den deutschen Ostgebieten. Ja. Wir haben hier sehr viele Schlesier gehabt, Leute aus Pommern, aus Ostpreußen, Westpreußen. Also das ist schon immer in der Stadt irgendwie drin gewesen. Ne? Ja. Dann waren wir Garnisonsstadt. Da sind also viele Soldaten gekommen, die sind dann auch hier hängen geblieben später. Wir waren die zweitgrößte Garnisonsstadt in Deutschland.
Und dann kam die Uni. Kaffee oder Wasser könnten wir hier jetzt markieren. Genau, das ist doch ein nettes Café hier. Da können wir super halten. Ah, okay, super. Ja? Dann holen wir uns jetzt mal kurz was zu trinken. Ja, wollen wir hier parken? Oder? Wir können auch hier einfach parken, genau. Ja, so. Moin, hallo. Wir holen uns jetzt mal kurz was zu trinken und dann geht's auch gleich weiter. Oh. Hallo und zurück übrigens. Wir haben uns Getränke besorgt, damit wir endlich mal was zu trinken haben. Ich bin heute ein etwas suboptimaler Gastgeber, weil ich vorher kein Getränk bei hatte. Schuld geht an mich. Mhm. Ja, Prösterchen. Oh. So, hast du es gerade gesagt, eine Firma, die mit blauen Reifen unterwegs ist. Also der Fahrrad ist wirklich ein Thema bei euch. Ne? Ihr habt auch ein neues Leihradsystem, habe ich gelesen. Da ist da bestimmt auch noch viel mehr drin, oder? Hast du was verraten? Ja, also hier ganz exklusiv vielleicht. Also wir haben jetzt schon, das muss man sich mal klar machen. Oldenburg hat schon Anteil des Radverkehrs am sogenannten Modal Split nennt man das. Das ist die Aufteilung, wer mit welchem Verkehrsmittel fährt. Ja. Von über 40%. Das ist ein Wahnsinnswert. Ja. Was vielleicht in Hannover 15%. Okay. Mit der Hannoveraner Bürgermeister mal ganz stolz gesagt, er wollte den auf 25% steigern. Also wünsche ich gutes Gelingen. Also da sind wir schon ziemlich gut. Aber der Komfort und die Sicherheit ist natürlich ein ständiges Thema. Mhm. Eine neue Herausforderung sind die Pedelecs, das heißt die elektrisch unterstützten Fahrräder. Die haben hier einen unheimlichen Boom erlebt, aber die sind eine Ecke schneller als die anderen. Ja. Und das führt natürlich so 25. Okay. Und das führt natürlich auch zu Konkurrenzen auf den Radwegen. Also eine völlig neue Situation. Ja. Und da müssen wir halt auch mit umgehen. Also wir machen unheimlich viel im Bereich Verkehr im Moment, sind da auch in vielen Diskussionen. Gibt auch viele Meinungsverschiedenheiten. Ja. Also jeder weiß es besser. Ist einfach so. Verkehr ist auch kein Gewinnerthema. Mhm. Weil du immer, wenn du irgendwo was änderst, dann hat ein anderer dann eben Nachteil dadurch. Aber ich glaube, wir kommen da voran in den nächsten Jahren. Und ein Thema sind die Fahrradstraßen, von denen ich vorhin schon gesprochen habe. Das heißt also ganz normale Straßen, die aber, wo die so umgewidmet werden, dass der Radverkehr dort Vorrang hat. Das heißt, du kannst auch noch mit dem Auto fahren, musst aber sehr viel Rücksicht eben auf die Radfahrer nehmen, die dort besonders geschützt werden. Ja. Und da wollen wir einige in den nächsten Jahren noch ins Netz nehmen. Ja. Fahrradwege verbessern ist auch ein Thema. Und wir haben dieses Konzept der Missing Links, das heißt, wir versuchen, überall, also wir ermitteln, wo gibt es Schwachstellen, wo gibt es auch Gefahrenstellen. Ja. Und das dann so Zug um Zug in den nächsten Jahren im Rahmen auch von anderen Baumaßnahmen, Straßenausbaumaßnahmen dann zu verbessern. Also da läuft eine ganze Menge im Moment. Fahrradverleihsystem ist noch dabei. Ja. Also es gibt wirklich, wir versuchen auch unsere Mitarbeiter, ich habe schon gesagt, auch mit Dienstfahrrädern, da wo das Sinn macht, zu unterstützen. Es wird diskutiert, wie man auch eine Prämie für Elektroräder sogar vielleicht realisieren kann. Also sehr schön. Da ist eine ganze Menge in Bewegung im Moment. Ist, glaube ich, auch für viele Firmen mittlerweile sehr interessant geworden, nicht? Dass man Lastenräder wirklich... Das machen wir, wenn ich das noch sagen darf. Natürlich. Lastenräder fördern wir auch. Echt, also, ja? Dieser Topf, das sind 100.000 Euro, glaube ich jetzt so. Ich habe es jetzt nicht mehr nachgeschaut vorher. Aber der ist regelmäßig auch schon zur Mitte des Jahres ausgeschöpft und da gibt es auch einen großen Bedarf. Ja, jetzt mal ganz doof gefragt, ich bin eine Firma und würde mir gerne ein Lastenrad fördern lassen von der Stadt. An wen wendet man sich da am besten? Vielleicht mal für die Leute, die wirklich über sowas nachdenken. Ja, wir denken natürlich zunächst vor allen Dingen an Privatleute. Ja. Firmen haben ja die Chance, diesen Aufwand, den sie treiben, dann auch steuerlich dann geltend zu machen. Und ganz ehrlich, wenn eine Firma es schafft, weniger Dienstwagen zu haben, weil sie das mit Lastenfahrrädern machen, dann ist das natürlich auch schon eine Riesenersparnis. Und es ist auch gut fürs Image einer Firma, wenn man mit dem Lastenrad unterwegs ist. Also von daher denke ich, das muss die Wirtschaft dann auch schon selber hinkriegen. Aber wir versuchen auch Menschen zu fördern, also junge Familien, die ihre Kinder Lastenrädern, möchte ich es nicht nennen, aber du weißt, diese Bugfeeds, also diese Kästen. Das habe ich schon wieder eine Firma genannt. Ja, aber es gibt ja noch ganz viele andere. Ja, genau. Und ja klar, logisch, es ist halt einfach mal ein bisschen wirklich umdenken, vielleicht weniger mit Blech durch die Gegend fahren, ein bisschen mehr mit Drahteseln. Und da ist viel in Bewegung. Wir nennen das Ganze so, dieses ganze Feld nennen wir so Mikromobilität. Ja.
Da spielt dann auch rein die Frage, das kennt ihr ja auch aus Berlin, die Scooter und Roller und alles, was da neu unterwegs ist. Ja. Das muss natürlich auch alles aufeinander abgestimmt sein. Ja. Ganz schön windig bei euch im Norden. Das ist so, aber der Wind kommt nicht von der Küste, sondern kommt heute mal von Osten, weil wir dieses wunderschöne Hochdruckgebiet haben. Den haben wir mitgebracht. Ist aber echt schönes Wetter bei euch, muss ich sagen. Ich habe auch gehört, dass ihr die Stadt mit den meisten sonnigen Tagen und mit den meisten Regentagen habt. Ist das wahr? Ich habe das irgendwo verlauten hören, dachte mir so, oh, okay. Also mit den sonnigen, das stimmt auf jeden Fall. Das war die richtige Antwort. Das ist Profipolitiker, meine Damen und Herren. Nein, sehr gut. Nee, aber ihr habt, glaube ich, ein schönes ausgeglichenes Wetter, ne, habe ich das Gefühl. Ja, also ich habe schon das Gefühl, dass das Wetter in Norddeutschland immer eigentlich ein Thema ist, wo man so mit anfangen kann, ja, wo auch jeder einsteigen kann. Das hängt immer sehr davon ab. Also wir haben es in den letzten Jahren ein bisschen zu trocken gehabt, aber das war ja in der ganzen Republik so. Das war leider überall so, das stimmt. Ja, ja. So, das ist jetzt mal das erste kleine Hochhäuslein. Stimmt, das könnte man schon als kleines Hochhäuslein durchgehen lassen. Das stimmt. Örtliche Sparkasse. Ja. Und davon sollen jetzt noch ein paar mehr in Oldenburg entstehen. Das und hier links spielt unser Basketball-Bundesligist, den ja auch Alba Berlin gut kennt, die EW Baskets. Ja. Ah, dieses Jahr läuft es nicht ganz so gut, aber nicht immer, ne? Haben sich wohl gerade vom Abstieg retten können. Okay. Selber sportlich unterwegs? Ja, ich bin sogar etwas angeschlagen heute, weil ich gestern mal im Fußball war. Einmal die Woche gehe ich noch zum Fußball, Training zu meiner Mannschaft. Aber mit zunehmendem Alter ist es dann schwierig, am nächsten Tag dann auch noch 30 Kilometer Fahrrad zu fahren. Das glaube ich. Welche Position? Eigentlich immer eher vorne links. Vorne links? Ja. Sehr gut. Ich habe ja auch gelesen und mitbekommen, du hast ja letztendlich vorher, du hast es gerade auch schon erzählt, auch journalistisch gearbeitet. Ja. Und ich finde das auch immer ganz spannend. Auch ganz viele schon hier neben mir sitzen gehabt, an Politikerinnen, die vorher im Journalismus gearbeitet haben, erst hinter den Kulissen und dann halt später sozusagen wieder in die Kulisse hinein. Wie fühlt sich denn sowas? Also du hast das ja schon gemacht, als du dich ja schon politisch engagiert hast. Ja. Wie kam es dazu, dass man dann in den Journalismus reingeht? Beim NDR war das, ne? Ja, ich war vorher auch schon ein bisschen im Printbereich unterwegs. Ich hatte schon eine Phase, wo ich ziemlich intensiv auch versucht habe, Journalist zu werden. Und wenn ich damals auch beim NDR andere Möglichkeiten gehabt hätte, weiß ich gar nicht, ob ich hier gelandet wäre. Ja. Aber ich hätte mich auch gefreut, irgendwie Auslandskorrespondent für den NDR zu sein. Okay. Aber da gab es sicherlich auch viele, die auch sehr großes Talent hatten. Also, okay. Ich glaube, ja. Aber ich glaube, dass mir das nie gereicht hätte, weil ich immer schon dieses so mitentscheiden, mitreden wollen, das habe ich immer schon so ein Stück weit gehabt. Ja. Ich habe ja schon in meiner Schulzeit mich auch schülerpolitisch, Schülermitverwaltung, so das ganze Klassische. Ich war Mitglied, ich habe eine Fachschaft hier in meinem Studiengang aufgebaut mit anderen zusammen. Ja. Ich war Mitglied im AStA, ich war Referent im AStA, habe da schon ein bisschen hauptamtlich was gemacht. Also da war ich immer schon so eine Mischexistenz. Ja. Wobei ich das auch die Zeit später als Pressesprecher, ich musste nicht unbedingt vor die Kamera. Ne? Also ich kann das auch ganz gut, konnte das auch gut haben, dass ich die Dinge nur vorbereite und begleite und jemand anders vorturnen lassen. Ne? Okay, verstehe. Ja? Aber immerhin 4 Jahre ja letztendlich beim Rundfunk auch gearbeitet. Ja, fester freier Mitarbeiter zum Schluss. Ja. Hatte auch eine kleine Sendung da. Ach echt? Wie ja, ist die? Komm. Das war eine regionale Sportsendung war das. Echt hier. Ja? Ja, ja. Ja, sehr cool. Ja, das war durch die Nähe hier zu Werder Bremen und so hatte man wirklich gute. Wir fahren gerade aus, ja, ne? Ja, Hafen. Ja. Einmal die Hafen. Ja, genau. War das schon schön, das war die Zeit damals mit Otto Rehhagel, so die erste grün-weiße Phase. Ja. Da ist man aus nächster Nähe dabei gewesen. Also Klaus Allersteen habe ich auch schon in kurzen Hosen vor mir stehen gehabt. Und andere von den Spielern damals. Sehr gut. aber irgendwie wird einen diese, auch wenn es nicht so lange ist, diese Zeit schon auch ein bisschen prägen, oder? Also man entdeckt ja auch plötzlich, wie es hinter den Kulissen abläuft. Ich weiß mal, ich gucke mal. Ja, da zwischendurch. Das schaffen wir bestimmt.
Ich bin ja auch. Kann ich noch stärker unterstützen? Ich bin hier immer alles so, gut, alles gut. Wenn ich rede, höre ich auf zu treten. Es ist halt bloß, wir kommen ja so schnell außer Atem. Ich mache momentan nämlich ein bisschen wenig Sport eigentlich. Müsste auch ein bisschen mehr machen. Wir versuchen gerade den schönsten Weg. Weißt du, sich jetzt wundern. Jetzt sind wir schon am Wassersee, ne? Ja, und das ist so, hier ist viel gebaut worden in den letzten Jahren. Ja. Wohnen am Wasser ist ja so ein Trend. Ja. Sind natürlich nicht unbedingt die günstigsten Wohnungen, die hier entstehen. Wir haben auch viele andere Bereiche. Ja. Aber hier kannst du das sehen. Das sind dann so Hochhäuser, wie wir sie kennen. Ne? Wir fahren jetzt nach rechts. Das ist doch richtig schön hier. Mensch. Ja. Das ist doch. Und es ist auch so eine Fahrrad-Fußgänger-Begegnungszone, habe ich das Gefühl. Ja. Ne? Es ist so. Ja, das ist dann auch nicht immer ganz konfliktfrei. Ja. Ne? Ja. Einfache Rechnung wahrscheinlich. Mehr Fahrradfahrer ergibt wahrscheinlich auch mehr Unfälle oder letztendlich. Wie ist ja, also das Statistik wir, schon? Das ist schon der, Also, wir haben sowohl bei der Kriminalität, Stichwort Fahrraddiebstahl, als auch bei den Unfallstatistiken, also Fahrradunfälle. Und das ist dann auch nicht ungefährlich, insbesondere bei Straßeneinmündungen, wenn Radfahrer dann in Konflikt kommen mit LKWs oder ähnlichem. Also das ist auch nicht immer schön. Ja. Und da arbeiten wir natürlich auch dran, Gefahrenpunkte dann auch zu beseitigen. Also arbeiten da auch eng mit der Polizei zusammen. Ja. Aber es ist alles in einem Rahmen, würde ich sagen, würde es ist ein Thema, um das man sich kümmern muss, aber ist jetzt nicht besonders auffällig gegenüber anderen Städten, denke ich mal. Hier ist übrigens unser kleiner Yachthafen. Du kannst dir, falls du so ein Bötchen hast, bis in die Stadt kaufen. Bis in die Stadt fahren und dann einkaufen. Da kannst du hier aber nicht fest anlegen, oder? Das ist also. Das ist auch Yachthafen hier, also da liegen auch feste Liegen. Echt, ja? Ja, genau. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, ne? Ja. Hausboote, bisschen Wohnraum schaffen. So, jetzt fahren wir hier natürlich mittendurch, ist wieder noch der Applaus. Das ist wirklich ein Hotspot hier. Ich merke schon. Zumindest fliegen keine Tomaten. Immerhin fliegen keine Tomaten. Das ist, glaube ich, auch nicht. Ich glaube, wie ist auch, ich stelle mir auch immer die Frage, wenn du politische Arbeit machst, wie sitzt man manchmal zu Hause und überlegt auch so, wie denken andere über mich? Und, hoppsala. Du kannst natürlich, du kommst natürlich nicht umhin, dich immer zu fragen, hast du für das, was du machst oder was du bist, wie du das Amt ausfüllst, hast du da auch die nötige Unterstützung? Ja. Insofern ist es ganz schön, wenn du dann bei Wahlen zwischendurch diese Unterstützung nochmal bekommst. Ja. Dann hast du mal für ein paar Monate wieder Ruhe. Ja. Aber ich bin auch viel unterwegs. Ich versuche unheimlich viel direkten Bürgerkontakt auch zu haben. Ja. War jetzt Corona-mäßig natürlich nicht immer ganz einfach, aber ich habe sowas wie die Bürgertelefonate eingeführt. Ja. Das heißt, die Menschen, die sonst ins Rathaus gekommen wären, mit denen habe ich mich dann so eine halbe Stunde zum Telefonat verabredet. Ja. Und das hat auch wunderbar geklappt. Ich fand teilweise, jetzt ist es noch grün. Ja, noch ist grün, das schaffen wir. So. Teilweise waren die Gespräche dann fast noch besser, als wenn du irgendwie so im Rathaus sitzt und die Leute sich durch die fremde Atmosphäre so ein bisschen. Ist ja auch nicht so einfach. Sitzt man plötzlich beim Bürgermeister in dem Rathaus. Ja. Ja, nur links. Ja, links. So. Wir nehmen die Straße am Schlossplatz. Ja, sollten wir machen. Ja. Das hat gerade eine politische Dimension, weil es gab gerade. Sie ist zum Politikum geworden, weil sie verändert werden soll. Ja. Es gab einen Beschluss, die zu sperren für den Verkehr, für den Autoverkehr. Ja. Ich sehe da auch Handlungsbedarf, allerdings war das alles ein bisschen sehr kurzfristig angesetzt und jetzt hat man es noch mal korrigiert. Ja. Hat viel Ärger gegeben mit den anliegenden Geschäftsleuten da. Das ist eigentlich immer irgendwas los, oder? Ja. Und ich kann mir natürlich vorstellen, dass immer natürlich auch jeder sehr gerne dir immer alles persönlich erzählen möchte. Was sicherlich halt auch dann auch manchmal sehr herausfordernd ist. Nicht, weil man ja gerne würde, aber dann auch die Zeit manchmal beschränkt ist. Ja gut, ich habe ja Möglichkeiten. Ich habe ja eine Verwaltung mit 3000 Beschäftigten und Kolleginnen und Kollegen, denen ich natürlich dann auch je nach Fachlichkeit dann auch die Aufgabe übergeben kann. Ja. So.
Wir fahren weiter geradeaus. Ja, ist schon schnuckelig hier, wirklich. Also ja, ich kann das ist hier der Wall. Ja. Der heißt immer anders. Der heißt hinten beim Theater heißt er Theaterwall. Hier heißt er, glaube ich, Paradewall. Das hängt alles ein bisschen mit hier. Das war die alte Residenzstadt. Hier ist das Schloss rechts. Okay. Da siehst du schon die Rückfassade. Das waren die alten Beamtengebäude, also die Wohnhäuser hier von den Ministerialbürokratie des Großherzogs. Ne? Das war das Prinzenpalais, also da wohnte dann Teile der Familie. Ja. Hinten ist das Augusteum. Heute sind das alles Museen. Ja. Aber hier, das sind so die Kronjuwelen der Oldenburger Baulichkeit. Jetzt als geschichtsinteressierter Mensch, weiß man ungefähr, oder wann wurde denn Oldenburg zum ersten Mal wirklich auch erwähnt? Also das ist ja auch immer so eine spannende Frage. Kann ich dir sagen, 1108. 1108? Ja. Das ist schon ganz schön früh. Ne? Aber also der Fluss, an dem die Stadt liegt, ist ja die Hunte. Ja. Und es gab an der Hunte eine Furt. Ja. Das heißt also eine Flachstelle, wo man dann, wenn man einen kleinen Viehtrieb hatte oder eine Handelskarawane, darüber konnte. Und dann haben sich die Grafen von Oldenburg haben sich hier an dieser Furt niedergelassen. Zuerst natürlich mit so einer ganz provisorischen Bauanlage, später dann mit so einer hölzernen Burg, dann mit einer steinernen Burg. Die war hier in dem Bereich. Das ist hier sozusagen die Geburtsstätte Oldenburgs. Okay. Ne? Und daraus hat sich das entwickelt. Und okay. seit 1345 sind wir Stadt. Haben wir also Schiffsrechte gekriegt. Also wir sind auch Hafenstadt schon seit dieser Zeit. Ja. Also da kommt die Stadt her. Das war ursprünglich ein Handelspunkt mit einem Verwaltungs- oder Administrationspunkt. Der Graf hat natürlich kassiert für jeden, der da über den Fluss wollte. Ne? Okay, ich verstehe. Ja. Also einiges los heute. Samstag. Ja, das ist hier Samstag ist Oldenburg. So viel zum Thema sterbende Innenstädte. Ja, das haben wir hier Gott sei Dank noch nicht. Schön wir haben zu noch, sehen. Haben auch unsere Herausforderungen und tun da auch was gegen. Aber wir haben noch eine ganz gute Frequenz hier am Wochenende. In der Woche ist es ein bisschen schwächer, aber am Wochenende gehen viele Menschen auch aus dem Umland gerne noch in die Stadt. Und hier rechts schauen wir jetzt auf mein Büro. Da, wo du den Balkon siehst, ja, da sitzt der Oberbürgermeister. Sehr schön, jetzt sehen wir gleich. Hallo. Ciao. Gleich im Hintergrund. Wir dürfen nur bis da vorne. Wieso kennen die das? Tja, woher kennen die das? Ich bin ja nicht. Ja, nur wir müssen dann aber absteigen, ne? Wir dürfen mit dem Fahrrad nur bis zum. Bis da vorne fahren wir. Okay, da habt ihr so richtig also auch fahrradfreie Zonen, damit halt. Ja, in der Fußgängerzone, das ist jetzt Fußgängerzone, da ja. Fahrrad fahren. Okay. Da vorne ist diese Büste da, das ist der letzte Oberbürgermeister vor den Nazis, Theodor Görlitz. Ja. Den haben die Nazis dann abgesetzt. Der wurde dann irgendwann, weil er sehr viele Dinge eingeleitet hat, sehr bedeutsam war, wurde dann geehrt. Ja. Das brauche ich aber nicht. Obwohl, man weiß es ja nicht, ne? Ja, du, bei all diesen Ehrungen musst du immer wissen, dass du die erst kriegst, wenn du tot bist. Also, von daher brauche ich auch keine Straßenbenennung oder ähnliches. So, wir sind jetzt am Rathaus angelangt. So, das war mal eine schöne spezielle Ausgabe vom VIP-Velo, der klimaneutralsten Talkshow aus der Fahrradstadt Oldenburg. Heute mit Jürgen Grobmann. Ich danke dir vielmals, Jürgen, für die schöne kleine Stadtrundfahrt. War echt süß und jetzt sind wir bei dir am Arbeitsplatz im Rathaus angekommen. Ich kann nur empfehlen, kommt nach Oldenburg in Scharen. Oldenburg, Oldenburg, muss man ja sagen. Nicht verwechseln mit Oldenburg, Holstein. Genau. Ne? Also da ist bestimmt auch schön. Aber jetzt sind wir gerade in Oldenburg. Oldenburg und sehr schön. Jürgen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Weiterhin viel Erfolg in der Politik. Bitte bleib so, wie du bist. Und förder auch gerne die Fahrräder weiter. Ich glaube, alle Fahrradfahrer freuen sich und die Umwelt freut sich auch. Ich mach so. Vielen, vielen Dank. Ja, ich bedanke mich. Und das war VIP-Velo, die klimaneutralste Talkshow der Welt. Und bleibt dran, liked, abonniert und was auch immer ihr alles machen wollt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.